Schau mal. Okay, dort ist verschlossen, dann müssen wir hier lang. Cool. Gut, dann speichern wir noch mal kurz ab. Meryl. Worauf müssen wir vorbereitet sein? Sind alle Au. Gifre. Lol. Heilen. Alter, mach einen Abgang. Yay! Boah. Oh oh. Ich schätze mal, dass die zwei hier auch Gegner von der Schriftrolle sind. Nein. Okay. Au. Leuchtfeuer. Lol. Das war's dann wohl. Dachte ich's mir. Mission aktualisiert. 50 Angriffe. Wow. Richtig geil. Was hat denn der so gedroppt? Boah, Triumphklinge. Boah, geil. Jetzt kommt die Zeit, wo wir endlich mal gute Gegenstände bekommen. Gut. Sehr gut sogar. Wurde ja auch langsam Zeit, ey. Wer dachte eigentlich, es sei eine gute Idee, einen Dämon in einer Höhle auf dem Sunderhügel zu stecken? Wo hättet ihr ihn denn untergebracht? In Tyrwinter vielleicht? Oder in Enderfels? Auf jeden Fall deutlich weiter weg von Kirkwall. Macht euch! Hier, nimm das, Alter. Wow, das sind sogar noch ziemlich viele übrig. Hier, bitteschön. Boah. Sieht doch schon mal richtig praktisch schön aus.
Okay, mal schauen, was hat denn Evelyn eigentlich für 2000 Elektroschutz? Gut. 507 Abwehr. Ach du meine Fresse. Okay, mal schauen. Neue Waffe für sie, Gesundheit. Aber weniger Angriff? Nein. Die Klage? Nein. Das Gewicht? Nein. Eckpfeiler? Nein, auf keinen Fall. Gut, wie es aussieht, hat sie momentan immer noch die besten Sachen. Nur Abwehr ist ja auch nicht besonders gut. Sie muss ja auch schön zuschlagen können. Sonst bringt es ja nichts. Landaris. Ah, das ist jetzt das Neue. Das haben wir noch nie. Gut. Jetzt können wir abspeichern. So, Meryl, leg los. Irgendetwas stimmt nicht. Hier war der Geist gebunden. Aber jetzt fühlt es sich leer an. Wer hat diesen Dämon hier gebunden und warum? Vor langer Zeit gab es einen Krieg zwischen meinem Volk und dem Reich von Tevinter. Nachdem die Magister Alethan vernichtet hatten, sammelte sich mein Volk, um in einer letzten Schlacht auf den Gräbern unserer Ältesten zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es die Elvenan oder die Magister Tevinters waren, die den Geist banden. Aber er wurde nach dem Krieg hier zurückgelassen. Könnte er sich selbst befreit haben? Um ihn aus seinem Gefängnis zu befreien, wäre mächtige Magie nötig. Man könnte ihn nicht einfach freilassen. Niemand könnte das, zumindest nicht ohne etwas Schreckliches zu tun. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dann sind wir wohl fertig. Lasst uns nach Kirkwall zurückkehren. Nein, ihr versteht das nicht. Er konnte diesen Ort nicht verlassen. Und da die Höhle nun leer ist, muss etwas Grauenhaftes geschehen sein. Ich bin geschehen. Hüterin, was habt ihr getan? Es war von Anfang an der Plan des Dämons, dass du den Spiegel fertigstellst. Es wäre eine Tür aus diesem Gefängnis gewesen, die direkt in unsere Welt geführt hätte. Und du wärst sein erstes Opfer geworden. Das konnte ich nicht zulassen, Darlin. Ihr habt ihn aufgehalten. Ihr habt Meryl gerettet. Noch nicht. Der Dämon ist noch hier. Und zwar in dir drin. Solange er gefangen war, konnte ich ihn nicht im Nichts bekämpfen. Und ich konnte ihn nicht bannen, ohne ihn noch stärker zu machen. Also habe ich mich selbst zu seinem Gefängnis gemacht. Tötet mich. Und auch er wird sterben. Und Meryl wird endlich in Sicherheit sein. Nein. Das könnt ihr nicht verlangen. Das werde ich nicht tun. Du wusstest immer, dass deine Blutmagie einen Preis fordern würde, Darlin. Und ich habe mich entschieden, ihn für dich zu bezahlen. Darius Shield. Und Serat! Dein Kampf! Macht euch bereit! Ich wollte mein Leben wieder aufbauen. Warum musstest du zurückkommen und alles zerstören? Wir sind verflucht. Der ganze Clan. Du hast das immer. Du konntest die Vergangenheit nicht tun lassen, stimmt's? Und jetzt sieh dir an, was du angerichtet hast. Geht los! Tu den Waffen! Was hast du getan? Was hast du über unseren Plan gebracht, du Monster? Darling, weiche zurück. Was du auch berührst, wird zu Asche.
Wenn ich mit dir schaffe, dann yay! Du und uns vernichten, sicher. Hier, bitteschön. Okay, es wird Zeit wieder zu heilen. Gut so. Darlene? Ritterin! Du hast ihn besiegt, Darlene. Du bist viel stärker, als ich gedacht hatte. Der Dämon ist tot. Hüterin, ich... Verlassen wir diesen schrecklichen Ort. Der Clan muss die gute Nachricht erfahren. Willkommen zurück, Hüterin. Verschwinden wir von hier. Hammer, cool. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. Es ist tatsächlich vorbei. Dachte ich mir. Macht euch bereit. Dann mache ich mal das Ding hier. Yay! Hüterin! Was habt ihr getan? Ich will das nicht. Das hier wollte ich nie. Oh, Schöpfer, bitte lass das nur einen bösen Traum sein. Ich werde aufwachen und mich wie eine Närrin fühlen und sie wird mich schelten, weil ich nicht auf sie gehört habe. Oh je. Ihr wusstet, dass es gefährlich ist, sich mit Dämonen einzulassen. Ihr wusstet, dass dadurch andere zu Schaden kommen könnten und habt es trotzdem getan. Ich hätte diejenige sein müssen, die dafür bezahlt. Sie hatte kein Recht, sich einzumischen. Sie hat euch geliebt, Meryl. Sie wollte euch beschützen. Warum konnte sie nicht einfach an mich glauben? Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich sollte den Clan aufsuchen. Jemand muss davon erfahren und herkommen. Sich um sie kümmern. Fackel von... Wow. Meryl. Awesome. Real awesome. Meryl? Boah, sie hat jetzt alle vier Teile. Gesundheit. Geil. Dann könnten wir hier ihr noch irgendwas geben zum Schutz. Wir wissen, dass die Hüterin hierher gekommen ist. Was ist hier los? Wo ist sie?
Feneral, die Hüterin, sie ist... Sieh sie dir doch an, Feneral. Sie ist voller Blut. Was hast du getan, Meryl? Hüterin, könnt ihr mich hören? Sie ist tot. Ich hätte wissen müssen, dass du dich gegen sie wendest, du Monster. Die Hüterin hatte sich in einen Dämon verwandelt. Wir hatten keine Wahl. Ohne diese kleine, flachohrige Schlange hätte es überhaupt keinen Dämon gegeben. Diese Verräterin hat schon genug Leid über uns gebracht. Das hat jetzt ein Ende. Auf! Oh, Mann. Endet wohl sogar noch schlimmer, als ich gedacht habe, ey. Boah. Mann, haut ab, ihr Dämlichen. Wow. Oh je. Nein. Sie haben die Kleine. Ah! Okay, nun muss ich wohl die Bogenschützen zuerst besiegen. Das haben wir schon gesehen. Ich hätte wissen müssen, dass du die... Bringen wir... Gut. Dann schicken wir erstmal das da hier. Dann machen wir die Bogenschützen fertig. Genau die hier. Okay. Das war's dann. Ich sage es ja nur ungern, aber meine Ahnen haben nicht richtig nachgedacht, als sie entschieden, die Toten auf dem Gipfel eines Berges zu bestatten. Okay, ich glaube, es gibt keine Delish mehr. Jedenfalls nicht hier. Gruppe zurückziehen. Yay. Okay. Dann muss ich wohl zuerst die Bogenschützen fertig machen. Bam!
Meister Yelan, lol. Oh oh. Gut so. Wie schnell, lol. Wie viele von denen noch da sind. 2 Stück. Oh je. Jetzt haben wir eindeutig die ganzen Delish ausgelöscht. Oh, was sollen wir machen, wenn sie uns angreifen? Was nun? Gut. Ich versuche mal den Kampf irgendwie zu vermeiden, indem wir eine andere Antwort geben. Ah, schade. Was können wir denn das letzte speichern? Kontrollpunkt von hier, Sunderhügel. Sunderhügel 803, mal gucken, Spiel laden. Ich würde echt ungern die anderen Delish alle töten. Wir machen eine andere Antwort. Halt euch zurück. Solange ich hier bin, wird niemand Meryl etwas antun. Ihr ermordet unsere Hüterin und denkt, ihr könntet uns drohen, Shem? Diese Verräterin. Es geht los! Okay, gut. Dann war das diese. Dann versuchen wir eine andere Antwort. Ich hätte wissen müssen, dass du dich... Das hier war eine Tragödie. Aber ich verspreche euch, dass niemand sonst mehr durch Merrills Blutmagie zu Schaden kommt. Erwartet ihr, dass wir dem Wort eines Shemlen glauben? Halt dich zurück, Eneria. Sie war einst unsere Erste. Die Hüterin hat sie geliebt. Sogar mehr als den Clan, wie es scheint. Feneral, es tut mir leid. Ich wollte nie, dass dies geschieht. Hätte ich sie retten können, hätte ich an ihrer Stelle sterben können, ich hätte es getan. Nichts als leere Worte. Dass du noch atmest, sagt genug. Das reicht, Ineria. Bringt Meryl von hier weg, Mensch. Ah, gut. Da müssen wir doch wohl nicht kämpfen, wenn man die unterste Antwort gibt. Das ist sogar noch besser, weil ich würde echt ungern die ganzen Delish töten. Feuerschaden, Feuerschaden, gut. Ta, der Stab von der Hüterin. Gruppe weiterziehen, jo. Sie werden mir niemals vergeben. Wärt ihr nicht hier, Hawk, würden sie mich töten. Ihr habt eine schwere Bürde auf euch geladen, Hawk. Vorsicht, Shem. Mögen die Schatten. Seid vorsichtig, Shem. Ihr ahnt nicht, wie viele Dänisch... Ich weiß nicht, warum ich weggehe.
Jedenfalls haben wir gesehen, dass die Delish nicht uns aufhalten können. Je früher ihr diesen Ort wieder verlasst, desto besser. Falls sie uns alle angegriffen hätten, wir hätten trotzdem gewonnen. Schriftrolle unter Körkol ist eine uralte böse Macht eingesperrt. Suche in der Dunkelstadt nach einem versteckten magischen Zugang. Gut, dann haben wir wohl alle Schriftrollen gefunden, wie es aussieht. Speichern. Aber, ich weiß nicht, sollen wir jetzt zuerst den Stab verbessern, oder? Runen. Ich glaube, wir verbessern zuerst mal den Stab. Also zurück nach Hawks Anwesen. Hawks Anwesen. Dann schauen wir mal, welche Runen wir einbieten können. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Während eurer Abwesenheit 5 Gold, oha. Ein Brief von Orsino. Goyle. Mission complete. Gut, Runen erstellen wäre hier. Gut. Aber welche Rune erstellen wir? Rune des Feuers, des Frostes. Frost gefällt mir definitiv. Erstellen wir gleich 2. Wir erstellen einfach von jeder Rune 2 Stück. Feuerabwehr. Okay, das wird teuer. Rune der Verheerung. Eine Waffenrune, die sämtliche vorhandene Schadens... Arten erhöht. Jede Waffe kann nur eine Rune der Verheerung aufnehmen. Boah, 16 Gold haben wir ausgegeben. Meine Fresse. Okay. Fackel Verheerung. 10% Schaden. Achso. Dann machen wir einmal das da. Geist Schaden. Dann boah. Kritische Trefferchance. Definitiv. Gut. Dann schauen wir mal Bianca. Okay. Moment mal. Eine Rüstung. Robe des Champions. Hier Schuhe des Champions. Was? Okay, was machen wir rein? Rüstung plus 10. Natur und Rune der Tapferkeit. Da machen wir Naturschutz. Handschuhe des Champions. Schild. Gut. Hände. Nein, die haben wir doch gar nicht an.